Zum ersten Mal treffen sich dieses Jahr die besten Boulderer der Welt zu einem Einladungswettbewerb der ganz besonderen Art. Während sich die Kletterakrobaten aus 14 verschiedenen Nationen am künstlichen Fels nach oben schrauben, werden sie und das Publikum von einer Live-Rockband angeheizt. Unter dem Titel Adidas Rockstars trifft Rock Climbing auf Rockmusik. Im Herzen des Outdoor-Abenteuerlandes und Climbers Paradise Tirol liegt die Area 47, eine 6,5 Hektar große Spielwiese für Outdoor-Enthusiasten aller Art und mit einer 3800 Quadratmeter großen Eventhalle der ideale Austragungsort für den Boulder-Wettkampf. Doch was genau ist eigentlich Boulder? Beim Klettern gibt es ja verschiedene Disziplinen. Es gibt das Vorstiegsklettern und das Bouldern. Das Bouldern ist in Absprunghöhe, das ist bis maximal 4-5 Meter eigentlich. Man ist immer ohne Seil unterwegs, hat eine Matte unter sich als Landung. Bouldern erfordert sowohl Kraft als auch Technik. Und um einen Boulder bewältigen zu können, muss man auch mental sehr stark sein. Es ist jedes Mal komplett anders, vor allem beim Bouldern. Die Bewegungen sind sehr hart und sehr intensiv. Man muss sich bis zum Äußersten pushen, aber genau das macht es ja aus. Man ist immer auf der Suche nach Perfektion, nach der perfekten Bewegung. Also normales Bouldern ist viele draußen am Felsen statt, aber die Wettkämpfe finden in der Halle statt oder zumindest an künstlichen Wänden. Und zwar einfach aus dem Grund, weil es außen nicht unbegrenzte Boulder gibt und man ja schauen muss, dass niemand den Boulder schon kennt. Ich liebe Sportbouldern an künstlichen Fels. Das bedeutet für mich Kampf gegen meine Rivalen, Konkurrenzatmosphäre und der große Drang zu gewinnen. Das ist Spannung und Leidenschaft zugleich. Das Anfeuern des Publikums und meiner Fans hilft mir beim Klettern, motiviert mich und setzt bei mir das nötige Adrenalin frei. Die Athleten freuen sich auf ein spannendes, neues und für sie ungewöhnliches Wettkampfformat. Der Finalmodus bei Adidas Rockstars ist ein bisschen anders. Es ist so, dass 6 Leute die ersten 2 Boulder klettern. Dann werden die besten 3 ermittelt, die gehen weiter zum nächsten Boulder. Dort wird wieder einer ausgeschieden und dann die letzten 2 klettern schlussendlich am Super Boulder und entscheiden, wer dann gewinnt. Und es ist natürlich immer super, was Neues auszuprobieren. Es ist auch für die Kletterer was ganz anderes und eine interessante Erfahrung. Die Wertung beim Klettern funktioniert so, dass am wichtigsten sind die Tops, das heißt, wer am meisten Boulder raufkommt prinzipiell. Wenn da 2 Leute gleich viel haben, dann geht es auf die Top-Versuche zurück, das heißt, wie oft sie probieren haben müssen, dass sie zum Top gelangen. Was dann immer noch Leute gleich sind, geht es auf die Bonus zurück, das sind Griffe, die an der Wand markiert sind, die sind ungefähr in der Mitte von den Boulder immer. Und falls da immer noch gleich ist, was ziemlich selten eigentlich schon der Fall ist, dann gibt es noch die Bonusversuche. Musik und Klettern miteinander zu kombinieren, halte ich für eine großartige Idee. Denn als Athlet höre ich Musik, um mich auf einen Wettkampf vorzubereiten. Einfach, um mich zu motivieren. Und Musik hilft einem in gewisser Weise, die Wand hochzukommen. Du summst eine Melodie und hältst den Rhythmus. Das ist das Wesentliche an der Musik. Tatsache ist, dass Musik einen mitreißt. Man kann damit spielen, mit dem Publikum spielen. Wir spielen sonst auch mit dem Publikum. Aber mit musikalischer Unterstützung, mit dem Publikum zu spielen, wird sicher noch einmal eine ganz andere, außerordentliche Erfahrung. Die deutsche Rockband Orange But Green, die das Finale des Boulder Invitationals live begleitet, wärmt sich für den Abend schon mal an der Kletterwand auf und muss leider feststellen, dass Bouldern doch sehr viel schwerer ist, als es aussieht. Vorfreude auf das Event ist riesig. Wir haben uns wahnsinnig viel vorbereitet, weil das natürlich ein Novum ist, Sport mit Musik so eng zu verknüpfen und das parallel laufen zu lassen. Ist eine großartige Idee. Wir alle sind voller Vorfreude und haben die Riesenhoffnung, dass es richtig knallt heute Abend. Es ist Zeit für den Showdown. Von insgesamt 40 Athleten im Halbfinale qualifizierten sich die 6 besten Damen und Herren für das Finale. Mit dabei sind die norwegische Meisterin Therese Johansen, die kaum internationale Wettkämpfe bestreitet, die Russin Anna Galyamova, 6. der Boulder-Weltmeisterschaft 2009, die Weltcup-Athletin Vera Zylstra aus den Niederlanden, dieses Jahr schon unter den Top 10, die Amerikanerin Alex Puccio, derzeit auf Rang 3 im Boulder-Gesamtweltcup, die amtierende Welt- und Europameisterin Anna Stör aus Österreich sowie die 5-fache amerikanische Meisterin Alex Johnson.
Bei den Herren qualifizierten sich der Engländer Stu Watson, der zweifache und zugleich amtierende Weltmeister Dmitri Scharafutinov aus Russland, der fünffache Weltcup-Gesamtsieger Kilian Fischhuber aus Österreich, der Ukrainer Mikhaela Shalagin, der Russe Alexei Rubtsov, Boulder-Weltmeister in 2009 sowie Top-Weltcup-Boulderer Klemen Bečan aus Slowenien. Die Athleten sind bereit, das Publikum ist in Stimmung und die Liveband gibt Vollgas. In der ersten Runde müssen die 12 Finalisten aus 8 Nationen je 2 Boulder-Probleme bewältigen. Therese Johansen macht den Anfang und meistert die erste koordinative Schwierigkeit. Einen blinden Sprung über das Dach, perfekt. Doch nach dem anstrengenden Halbfinale geht ihr langsam die Kraft aus, sie stürzt. Auch Stu Watson kämpft hart mit dem ersten Boulder und kann sich an der rutschigen Struktur der riesigen Volumen nicht halten. Die Russin Anna Galiamova setzt ihre langen Beine geschickt ein und kann den ersten Boulder gleich im ersten Versuch problemlos toppen. Ein Flash. Weltmeister Dmitri Scharafutinov muss sich nach Ablauf des 4-minütigen Zeitfensters leider geschlagen geben. Er kann das erste Problem nicht lösen. Sein stärkster Konkurrent Kilian Fischhuber zeigt kurz darauf, wie es geht. Maximale Körperspannung und gute Nerven. Auch das amerikanische Kraftpaket Alex Puccio kann den ersten Boulder mühelos flashen. Während Mikhailo Shalagin aus der Ukraine an den großen Volumen den Überblick verliert und sich verzettelt. Weltmeisterin Anna Stör im zweiten Anlauf an Boulder 1. Sie fängt den Schwung perfekt ab, bleibt kompakt und top beim zweiten Versuch. Mühelos. Klemen Bečan ist ein absolutes Bewegungstalent, doch für das erste Problem braucht man Schnellkraft und die fehlt dem Slowen. Für die großgewachsene Alex Johnson ist es schwerer, den Schwung abzufangen, dafür erreicht sie so manchen Griff etwas leichter. Der zweite Finalboulder liegt den Russen besser. Doppelweltmeister Dmitri Scharafutinov klettert das Problem souverän im ersten Versuch. Und auch Powerfrau Alex Puccio gelingt mit Maximalkraft ein weiterer Flash. Alexei Rubtsov, Weltmeister des Jahres 2009, ist der Einzige, der neben Scharafutinov das zweite Problem mit dem zweiten schweren Zug am Schluss meistern kann. Damit ist der Russe sicher weiter. In der nächsten Runde kämpfen die Top 3, also Alex Puccio, Anna Stör und Anna Galiamova, um den Einzug in das Superfinale. Bei den Herren kommen Dmitri Scharafutinov, Alexei Rubtsov und Kilian Fischhuber weiter. Also beim Klettern an künstlichen Anlagen, da klettern wir ja an die sogenannten Griffe. Die werden von den Routenbauern dort reingesetzt. Dadurch wird natürlich festgelegt, wie schwer der Boulder ist, weil die Griffe einfach ganz unterschiedlich gut sein können. Es gibt ganz unterschiedliche Beschichtungen auch, also manche sind eher rutschig, manche hingegen sind ziemlich rau. Und es gibt dann auch drei Hauptgriffarten, sage ich mal. Und zwar haben wir da die Zangen. Und zwar zwickt man da mit dem Daumen zu den restlichen Fingern zusammen. Es ist oft ganz schwer zum Halten, weil eigentlich die Belastung nach unten geht und man dann leicht abrutscht dadurch. Dann haben wir die Aufleger. Das sind die Griffe, wo man so mit fast gestreckten Fingern dranhält, die einen enormen Beanspruch eigentlich für die Fingergelenke und auch das Handgelenk bringen. Und dann haben wir noch die Leisten. Die Leisten sind die Griffe, wo man meistens so aufgestellt hebt, wo der Daumen als Hilfe verwendet wird, um noch mehr Kraft aufbringen zu können. Es zählt nicht nur die Hände, die Kraft, sondern auch die Tritte und wie man steigt. Und deswegen ist wichtig, dass man in einem Kletterschuh fest drinnen sitzt. Also wenn man zu locker in einem Schuh drinnen ist, dann würde sich der verbiegen. Deswegen schaut man, damit man ein bisschen enger drinnen ist und damit man so richtig fest auf den Tritt und gut und sicher steigen kann. Eine weitere Art zum Steigen ist der sogenannte Heelhook. Das ist der hintere Teil des Schuhs. Damit legt man ihn auf einen Griff und zieht dabei. Wichtig ist dabei, nicht, dass man ihn im Schuh nur so drauflegt und dran rüttelt, sondern wirklich drauf und ziehen, damit man einen guten Halt hat und sich da am Griff festhalten kann. Und dann gibt es noch den Toe-Hook. Zum Beispiel, wenn ein Griff in einem Dach befestigt ist, an einer Kante, kann man mit dem Teil des Schuhs sich so dran und ziehen. Und somit hält man sich fest. Es geht um den Einzug ins Superfinale. Die Punkte aus der ersten Runde werden mitgenommen. Die Russin Anna Galiamova macht den Anfang am dritten Boulder. Gleich der erste Zug hat es in sich. Sie muss den ganzen Körper nach rechts bewegen und sich übers Knie hochdrücken. Das Becken muss sie dabei immer an der Wand halten, um nicht nach hinten zu fallen. Jetzt geht's in den Überhang. Ein weiterer Kraftakt. Die kleinen Leisten am grünen Volumen sind extrem schwer zu halten, vor allem wenn die Finger müde werden.
Ah, und da rutscht sie ab. Konzentration, zweiter Versuch. Erst die Zange richtig greifen, dann mit Schwung hoch. Man sieht, dass ihr im Gegensatz zur ersten Runde etwas die Körperspannung und die Entschlossenheit fehlt. Und hier an der grünen Leiste stellt sie die Finger nicht richtig auf. Ein Zeichen von Müdigkeit nach einem harten Wettkampftag. Die Russin hat dieses Jahr noch nicht so viele Wettkämpfe bestritten. Da fehlt vielleicht die Ausdauer und das war's. Anna Galyamova verabschiedet sich. Als nächstes die 23-jährige Anna Stöhr. Sie ist zweifache Weltmeisterin, amtierende Europameisterin, Weltcup-Gesamtsiegerin 2008 und seit Jahren die unbestrittene Boulder-Queen Österreichs. Stöhr nimmt sich Zeit und schaut sich die Route erst noch einmal in Ruhe an, bevor sie einsteigt. Jetzt ist sie bereit und die Liveband Orange Bad Green wechselt den Rhythmus. Und man sieht sofort den Unterschied zu Anna Galyamova. Anna Stöhr klettert nicht nur spritziger, sondern mit einer ganz anderen Entschlossenheit. Sie kennt ihre Züge. Und flasht diesen dritten Boulder mühelos in wenigen Sekunden. Damit steht sie im Superfinale. Hier nochmal die Zeitlupe. Anna Stöhr klettert kontrolliert. Und hält perfekt ihr Gleichgewicht. Und nun das amerikanische Powerhouse, Alex Puccio, 22 Jahre alt. Da wird sie nochmal angefeuert von der Band und dem Publikum. Fünfmal gewann sie bereits die nationale Boulder Series in den USA. Dieses Jahr war sie Zweite bei den Boulder Wettcups in Wien, Vail und Barcelona. Nur bei der WM in Arco lief es nicht ganz so rund für sie. Die ersten beiden Finalboulder konnte sie flashen. Was macht Alex Puccio an Boulder Nummer 3? Hier an den kleinen Leisten kann sie ihre Kraft ausspielen. Ihre Finger sind perfekt aufgestellt. Ein kraftvoller Zug. Das sieht richtig gut aus. Alex drückt sich nach oben. Und da hat sie sich verschätzt, ein wenig zu viel riskiert. Wahrscheinlich dachte sie, der Topgriff sei besser, aber da hatte sie zu viel Schwung, ist abgerutscht. Das ist ärgerlich, denn ein weiterer Versuch kostet unnötig Kraft. Doch bei Alex Puccio muss man sich keine Sorgen machen. Sie strotzt hier geradezu vor Kraft. Lässt hier sogar den Zwischengriff, die kleine blaue Leiste am grünen Volumen aus. Und da ist sie auch schon oben und kann Boulder Nummer 3 im zweiten Versuch toppen. Somit steht fest, Alex Puccio und Anna Stöhr stehen sich im Superfinale der Damen am Super Boulder gegenüber. Hier nochmal die Ergebnisliste vor dem großen amerikanisch-österreichischen Duell. Weiter geht's mit den Herren an Boulder Nummer 3. Der 28-jährige Lokalmatador Kilian Fischhuber aus Innsbruck, der dieses Jahr schon vorzeitig seinen 5. Gesamtweltcup-Sieg sichern konnte, er startet als erstes. Er schaut sich noch einmal das riesige Kompressionsvolumen an, das die Rutenbauer da in die Wand gesetzt haben. Dieses orangene Teil hat es in sich. Hier muss man kompakt bleiben und man braucht vor allem Körperspannung, um sich daran hochzuziehen. Ein ziemlicher Kraftakt am Ende eines langen Wettkampftages, zumal der grüne Griff da links auch sehr schwer zu halten ist. Doch Kili Fischhuber, er meistert die erste Hälfte hervorragend. Jetzt kommt der schwierigste Teil, denn jetzt muss er sich mit dem rechten Unterarm hochdrücken und gleichzeitig sein Bein von unten hochziehen, um den Topgriff zu erreichen. Und er ist oben, Problem gelöst. Zweites Top für Kilian Fischhuber in diesem Finale. Hier sieht man noch einmal den letzten Kraftakt in der Zeitlupe. Arm blockieren und Bein hoch. Orange Bad Green stimmt ein neues Intro an und weiter geht's mit Alexei Rubtsov, 22 Jahre alt aus Moskau. 2009 wurde er überraschend Weltmeister, war vorher kaum in Erscheinung getreten. Dieses Jahr belegte er bei der WM in Arco nur Platz 29.
Aber er wurde Dritter beim Weltcup in Sheffield Anfang Juli. Den letzten Boulder hat er geflasht. Wie wird der Russe mit diesem Problem zurechtkommen? Er tut sich schwer an dem großen Volumen. Da wirkt er fast ein wenig planlos und im Vergleich zu Kilian Fischhuber fehlt es ihm eindeutig an Kompressionskraft und Dynamik. Zweiter Versuch für Alexei Rubtsov. Er muss diesen Boulder toppen, um ins Superfinale einzuziehen. Doch er wirkt immer etwas unentschlossen. Und wenn es beim Bouldern zu lange dauert, dann geht einem irgendwann die Kraft aus. So wie jetzt. Dritter Versuch. Jetzt probiert er mal was ganz anderes. Bouldern hat ja auch viel mit Kreativität zu tun. Es gibt oft mehrere Lösungen für ein Problem. Doch das hier scheint eher ein verzweifelter letzter Versuch als ein praktikabler Lösungsansatz zu sein. Wie will er bloß von dort aus auf die andere Seite kommen? Die 4 Minuten sind bereits um und das war's für Alexei Rubtsov. Jetzt liegt es am amtierenden Weltmeister, Fakten zu schaffen, damit es im Superfinale zum Duell der Giganten kommt. Dimitri Sharafutinov, 24 Jahre alt und lebt in Jekaterinburg. Zum Klettern kam er vor 6 Jahren durch seinen Bruder. Heute zählt er zu den besten Boulderern der Welt. Der Russe liebt den Wettkampf und sagt von sich, er könne mit Druck sehr gut umgehen. Schauen wir, wie er dieses Problem bewältigt. Dimitri Sharafutinov geht den Boulder etwas statischer an als Kili Fischhuber, aber sehr entschlossen und mit sehr viel Kraft. Der Russe ist ein Schnellkrafttyp und das zeigt er hier sehr eindrucksvoll. Dieser Boulder liegt ihm. Das sieht man eindeutig. Er entscheidet sich für die rechte Hand. Fischhuber nahm die linke hier am blauen Griff. Jetzt holt er Schwung. Zieht den Arm hoch und Flash! Sharafutinov toppt im ersten Versuch. Das Publikum in der Halle ist natürlich begeistert. Könnten die Routenbauer Noten für die perfekte Lösung ihrer geschraubten Probleme vergeben? Der Doppelweltmeister bekäme hierfür sicher eine glatte 1. Auch bei den Herren kommt es also zu einer Traumpaarung im Superfinale. Der amtierende Gesamtweltcupsieger gegen den amtierenden Weltmeister. Mann gegen Mann zeitgleich am eigens für den Event konstruierten Superboulder. Ins Superfinale kommen die 2 stärksten Athleten. Das Superfinale findet in einem neuen Format statt. Die 2 Finalisten klettern gleichzeitig eine identische Route. Sie können einander nicht sehen, da sie durch eine Wand getrennt sind. Jeder kann nur spüren, was der Gegner macht. In dieser Situation weiß man nicht, was passiert. Man kann es nur anhand der Reaktion und der Anfeuerung des Publikums erahnen. Die Weltpremiere beginnt mit den Damen. Alex Puccio und Anna Stöhr dürfen sich als erstes am neuen Superboulder duellieren. Die Routen sind identisch. Wer als erstes, wie in freier Natur, mit beiden Beinen oben auf dem Boulder steht, hat gewonnen. Das war das Startsignal. Während Alex Puccio sich noch die Route anschaut, steigt Anna Stöhr bereits ein. Da hat sie wohl das bessere Gedächtnis. Es gab ja vorab eine Besichtigung. Und da ist sie schon halb oben. Dynamisch und steil, das liegt ihr. Unglaublich, wie schnell sie ist. Und was macht Alex Puccio? Sie stürzt. Und Anna Stöhr ist oben. Die Weltmeisterin holt sich den ersten Adidas Rockstars-Titel. Und Alex Puccio kämpft weiter. An den ersten 3 Bouldern kletterte sie überragend. Doch jetzt liegen anscheinend die Nerven blank. Da macht sie Flüchtigkeitsfehler, muss nachgreifen, Handwechsel machen. Das kostet Zeit. Unglaublich. Und Anna Stöhr strahlt natürlich. Jetzt ist auch die Amerikanerin oben. Und das ist der Moment, auf den sich die Athleten hier im Vorfeld so gefreut haben. Denn das gab es noch nie. Oben auf dem Superboulder zu stehen, den Triumph zu genießen und sich vom Publikum feiern zu lassen. Haben wir nochmal die Zeitlupe von Anna Stöhr. Da macht sie einen tollen Hook am grünen Volumen. Bleibt kompakt, Beine angewinkelt. Katapultiert sich dynamisch zum nächsten Griff. Alex Puccio wählt einen anderen Ansatz, versucht es mit Kraft und braucht dafür länger.
Superfinale der Herren. Orange Bad Green spielen Rockstar, den Titelsong des Events. Kilian Fischhuber versus Dimitri Sharafutinov. Wer wird der Rockstar 2011? Beide haben sich die Route eingeprägt, legen sofort los, sind fast synchron. Der erste Sprung von Dimitri rutscht ab. Das ist die Chance für Kilian Fischhuber. Wird er genauso schnell oben sein wie seine Freundin Anna Stöhr? Sieht ganz gut aus. Aber da erwischt er den oberen Griff nicht. Man kann sich nicht mit dem rechten Arm halten, muss wieder zurück. Klappt zwar im zweiten Anlauf. Nein, das ist die Chance für den Weltmeister. Doch auch diesmal kann Sharafutinov den Sprung nicht halten. Zurück auf Anfang. Griffe putzen, durchatmen, konzentrieren. Hektik bringt jetzt gar nichts. Fischhuber studiert den Boulder. Sharafutinov steigt schon wieder ein. Der Sprung an die Volumen und wieder rutscht er ab. Hier nochmal die Zeitlupe. Diesmal hatte er versucht, direkt ans blaue Dreieck zu springen. Fischhuber geht die einzelnen Züge noch einmal durch und sucht die Unterstützung des Publikums. Auch Sharafutinov signalisiert, wir brauchen euch jetzt. Die erste Minute ist bereits um. 4 Minuten haben sie Zeit. Der entscheidende Sprung. Diesmal können sie sich beide halten und Fischhuber hat einen leichten Vorsprung, ist jetzt am blauen Dreieck. Aber Sharafutinov kann seinen Schwung besser ausnutzen. Er ist schon am Topgriff und jetzt kann ihn nichts mehr stoppen. Er haut auf den Buzzer und Kilian Fischhuber muss sich um ein paar Zentimeter geschlagen geben. Dimitri Sharafutinov ist der Adidas Rockstar 2011. War das spannend? Jetzt lassen sie sich feiern und das Publikum in der Halle ist begeistert. Hier nochmal der entscheidende Sprung von Kilian Fischhuber. Da hatte die Beine schon an der Wand, während Sharafutinov im Hintergrund noch pendelt. Doch hier sieht man, dass der Russe den Schwung besser in die Aufwärtsbewegung umsetzt. Sein linker Fuß ist schon auf dem kleinen grünen Tritt, sein Körper weiter links. So kommt er besser an den Topgriff und kann sich schneller nach oben drücken. Und da gratuliert auch Sänger Olli von der Band Orange Bad Green dem Sieger, während wir uns nochmal das Endergebnis anschauen. Durchmarsch für Dimitri Sharafutinov, der auch mit Blick auf die vorangegangenen Runden verdient gewonnen hat. Bei den Damen war Alex Puccio in den ersten beiden Finalrunden eigentlich die bessere. Doch am Super Boulder konnte Anna Stöhr ihr ganzes Bewegungstalent und ihr gutes Gedächtnis ausspielen. Und da sind sie, die Adidas Rockstars 2011. Ich bin Zweiter geworden, habe ganz knapp den Sieg verschenkt, leider in meinem ersten Versuch im Super Boulder. Aber ich freue mich, dass ich so gut geklettert bin und es war eine super Show, es hat echt voll Spaß gemacht. Ich bin sehr froh, dass ich auf diesen Wettbewerben gewonnen habe. Ich bin sehr froh, dass ich gewonnen habe. Ich habe es mir genauso vorgestellt, dass das Finale zwischen mir und Kilian Fischhuber stattfindet. Mich freut es, dass der Kampf so spannend war und dass ich dann am Ende auf zwei Beinen oben auf dem Super Bowl da stehen, den Leuten winken und die Freude mit ihnen teilen konnte. Das war toll. Ja, das war schon lässig, weil ich habe gewusst, dass die anderen drei Boulder, da war die Alex einfach stärker als ich. Ich habe Zweifel, sie hat viel weniger Versuche gebraucht und sie hat echt also ihre ganze Stärke ausgespielt. Sie war halt sicher die Stärkere, nur bei dem Modus ist es halt am Schluss um die Schnelligkeit gegangen und da habe ich zum Glück wieder punkten können. Es ist ein großartiger Wettkampf, natürlich anders als jeder Wettkampf, den ich bisher in meinem Leben gemacht habe, aber wirklich toll. Hoffentlich gibt es ihn auch nächstes Jahr wieder. Diesem Wunsch kann man sich nur anschließen. Und hier noch einmal die schönsten Züge des Adidas Rockstars Finales 2011.